Neue Aufgaben. Redis und Herr Dais gefangen zwischen den Ebenen. Nachdem Redis Schein den Edelstein eingesetzt hat, den ich hier wieder geschafft habe, um mitsamt ihrer Truppe in ihre Heimat auf einer extraplanaren Ebene zurückzukehren, wollte, scheint die Vergangenheit die Schauspieler eingeholt zu haben. Herr Dallas, Rellis und die restlichen Schauspieler wurden von Kopfgeldjägern gefangen genommen und durch ein Portal abtransportiert. Das Portal steht doch immer offen. Sie haben mich bisher ignoriert und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, ob ich ihnen folgen soll oder nicht. Ja, Quick Save. Sicher ist sicher. Wir haben kein Level Up gerade. Wie sieht es eigentlich aus so mit Level Up? Ah, das könnte noch eine Weile dauern. Hier könnte bald eins sein. Hier ist bald eins. Hier könnte demnächst eins sein. Hier könnte demnächst eins sein. Und hier ist auch bald eins. Aber wenn ich hier durch das Portal trete, dann sitze ich ganz schön in der Scheiße. Ja. Arvil, hört zu, kleiner Wurm. Ich will jetzt sofort wissen, wie ihr euer Halsband abbekommen habt. Und ihr werdet sehen, dass es noch viel schlimmere Dinge gibt, als ein Sklave zu sein. Nein, nein, es ist mir egal, was ihr sagt. Ich werde kein Sklave mehr sein. Nun, wenn es die Art ist, wie Tral halt noch mehr sind durchs Portal gekommen. Was noch mehr? Ah, die Materie. Wie dumm von euren Schauspielerfreunden hierher zu folgen. Vonnet, bitte schließt das Portal. Mist. Hä, habt ihr überhaupt den blassesten Schimmer, wo ihr seid, Materie? Das ist egal, ich bin hier, um meine Freunde zu retten. Ich gehe davon aus, dass ich natürlich auf einer anderen Ebene bin. Ich werde daran denken, euch zu fragen, wenn ihr blutet und meine Schwertspitze euch kitzelt, Dummkopf. Eigentlich nicht, ich kam nur vorbei, um die Sehenswürdigkeiten anzuschauen, wirklich. Dann seid ihr dümmer, als ich gedacht habe. Dies ist eine schlechte Wahl, um sich Sehenswürdigkeiten anzuschauen, Materia. Da es wahrscheinlich das letzte Mal sein wird. Dieser Ort ist eines der besten Gefängnisse in den Ebenen. Hier gibt es keinen Weg hinaus, außer wenn es die Laune des Cambion will. Was für ein Narren müsst ihr sein, wenn ihr aus freien Stücken hierher kommt? Wir haben schon Cambions getötet. Wir haben keine Angst vor Cambions. Egal. Ich rechne damit, dass ihr als neue Sklaven einen hohen Preis bringen werdet. Jäger, legt ihr Fesseln an. Ja. Kopfgeldjäger und noch mehr Kopfgeldjäger. Und noch ein Kopfgeldjäger und das ist ein weiterer Kopfgeldjäger und das da ist der Sklave. Die Höhle führt nach unten und scheint leicht zu pulsieren. Es wirkt beinahe, als würde sie atmen. Ja, und wir sind irgendwo in der Pampa und wir können nicht mehr weg. Darauf habe ich aber jetzt absolut keinen Bock. Ich mache einen Quicksave. Also ich lade meinen Quicksave. Keine große Herausforderung. Weil das ist wirklich kein Ort, an den ich jetzt schon gehen möchte. Also für den ich jetzt gerade irgendwie Nerven hätte. Das und die Sphäre, wo wir Valiga Cortala mitnehmen müssen, um den Eingang wenigstens zu öffnen. Wobei ich glaube sogar die Sphäre ist harmloser als dieser Ort. Was immer ihr wünscht. Wir gehen jetzt erst einmal, wir machen jetzt erstmal andere Sachen. Zum einen wollte ich den Paladinen im Tempelviertel Bescheid geben wegen den abtrünnigen Paladin. Nämlich, dass wir da einen Kelch besorgen sollten. Und ich wollte mir die befestigte Anlage dort endlich mal ansehen. Die haben wir ja auch gemieden. Wir haben dort ja damals, als wir das erste Mal aus Versehen reingestolpert sind, eine... Was bist du für einer? Einfach nur ein Bürgerlicher. Wir haben dort ja eine ziemlich nette Willkommensrede bekommen. Mehr oder weniger. Wenn ihr es wollt. Und wir können mal kurz hier im Latander-Tempel reingucken, ob sich was getan hat. Wegen dem... unseren Aufgaben, Pflichten. Ja, und danach gehen wir ins Hafenviertel. Weil dort haben wir ja auch zwei Sachen. Natürlich.
So, hier aber in meinem... Ist das überhaupt mein Privatraum jetzt hier? Au. Das Ding war mit einer Falle versehen. Quick Save, Autosave. Ja. Das ist also nicht mein Privatraum. Und eigentlich... Das hätte Quick Save machen müssen. Also nein, es ist wohl noch nicht genug Zeit vergangen, dass der Bittsteller, mit dem ich jetzt zuerst geredet habe, sich um seine Angelegenheit gekümmert hat und mir gesagt hat, wie es ausgeht. Ich war, was immer ihr wünscht. Morgenmeister Krehl. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Ja, die Dienste der Tantos. Könnt ihr die mir nicht billiger anbieten, jetzt wo ich hier dazugehöre? Oh ja, und wenn ich mal wieder draußen bin, wir wollen ja eher irgendwann wieder die Oma-Hügel. Ihr habt euch bewährt und ihr erfüllt uns mit Stolz für eure Taten. Ja, das ist nichts Neues. Hallo, seid willkommen im morgendlichen Licht von Latanda. Ich habe von all dem Guten gehört, das ihr getan habt, und bitte euch um etwas, um den Ruhm des Morgenfürsten noch zu mehren. Ich werde euch anhören. Was ist euer Begehr? Ich weiß, dass ihr zu den Gläubigen gehört. Hier ist die Aufgabe, wie ich sie mir vorstelle. Es ist schwer, die Klarheit zu erhalten, so heller strahlt Latandas Licht, das es bringen wird. Ich bin mit der Beschaffung von Kunstwerken für den Tempel betraut. Die Schönheit des Lichts muss in jedem Winkel und in der Spalte von Latandas Hemd eingefangen werden. Und ihr macht das sehr schön. Adkatla ist mit der Anwesenheit vielleicht eines der größten Bildhauer der Zeit gesegnet. Zumindest seit dem Tod von Prism von Nashkel. Ja. Rückblick. Wir sind Prism damals begegnet in Nashkel, wie er das Abbild seiner Geliebten oder seiner Traumfrau hergestellt hat, haben ihn vor dem Kopfgeldjäger gerettet und dann ist er einfach an Übermüdung gestorben. Das war nicht so schön. Welch ein Verlust er für uns war. Man kennt den Kunstort unter dem Namen Sir Sallis und er stattet uns nur einen allzu kurzen Besuch ab. Wir wären dumm, wenn wir nicht die Gelegenheit nutzen würden, dass er für uns arbeitet. Unglücklicherweise verlangt er eine hohe Vergütung und er will mit reinem Elitium arbeiten. Ein geringerer Künstler wäre eben so einer Extravaganz im Gelächter aus der Stadt vertrieben worden. Gibt es eine Alternative dafür? Ich würde euch gern bitten, Sir Sallis zu überzeugen, dass es für ihn am besten wäre, für uns zu arbeiten. Kein anderer Tempel verfügt über ausreichend Lithiumreserven. Ihr müsst das Lithium beschaffen und Sallis überreden, für eine Vergütung zu arbeiten, die wir uns leisten können. Besprecht das zuerst mit ihm. Vielleicht erkennt er ja die Knappheit des Metalls. Bezahlt so viel, wie ihr müsst und verhandelt um seine Dienste so gut ihr könnt. Greift nicht zu hinterhältigen Methoden. Er ist einen Preis wert und geachtet dessen, was er verlangt. Werdet ihr mir das Gold, das ich für ihn ausgebe, ersetzen? Und wenn er nicht einverstanden ist, was, wenn ihn die anderen Tempel bereits für sich gewinnen konnten? Das ist ein einfacher Kuriergang. Habt ihr keinen Altarjungen, der das erledigen könnte? Was ist, wenn andere Tempel ihn bereits gewinnen konnten? Ich weiß, dass ihr ihn zu überzeugen könnt. Wenn nicht, tut nichts, was das Haus des Morgenfürsten beschämen würde. Bezahlt, wenn ihr müsst. Wir werden euch so viel erstatten, wie wir können. Geht jetzt zu ihm. Sir Sallis hält sich auf dem Landgut des Istes auf. Es befindet sich im Südosten des Regierungsviertels. Also Istef. Denkt daran, ihr sprecht in dieser Angelegenheit für Latanda. Okay. Ja, wenn ihr es wollt. Das heißt, wir müssen mal wieder ins Regierungsviertel, sobald wir hier fertig sind. Natürlich. Wie gehen wir jetzt am besten? Ich will jetzt nämlich zuerst hier in die Hallen des strahlenden Herzens. Bevor ich die bewachte Anlage betrete.
Und ja, leider gibt es auch viel Rumgelaufe in Baldur's Gate 2, weil wir ziemlich oft von Ort A nach Ort B und dann auch C müssen, um wieder nach B zurück zu müssen. Jedenfalls hier im zweiten Akt, ab dem dritten Akt bessert sich das ein bisschen, weil nicht mehr alles so offen ist. Da werden wir wieder etwas in die Linearität gedrückt. Ihr müsst eure Gruppe. Wenn es das ist, was ihr wollt. So. Seid gegrüßt. Ihr seid früh zurückgekehrt, als ich erwartet habe. Was benötigt ihr? Die gefallenen Paladine haben uns um einen Kelch von einigem Wert gebeten, um unsere Loyalität ihnen gegenüber zu messen. Anax Kelch, den kann ich euch unmöglich geben, denn er wurde ihm abgenommen, als er seine Stellung als Paladin verlor. Dann können wir die Aufgabe, die ihr von uns erwartet, nicht erfüllen. Gebt uns den Kelch oder wir nehmen ihn uns. Was ist an diesem Kelch denn so wichtig? Wenn ein neuer Paladin den Orden betritt, erhält er einen Kelch. Er ist das Symbol für die Einheit zwischen dem Orden und den Paladinen, die den Orden dienen. Anak will diesen Kelch die Verbindung zum Orden aufrechterhalten, aber ich kann verstehen, dass es wichtig für euch ist, ihm diesen Kelch zu überbringen, wenn ihr sein Vertrauen gewinnen wollt. Kann ich mich auch darauf verlassen, dass ihr ihn mir zurückbringt, wenn diese Mission beendet ist? Ja, ich werde ihn zurückbringen. Nun gut, ihr sollt ihn haben. Bringt ihn aber bald zurück, sonst erhaltet ihr eure Belohnung nicht. Es ist von großer Bedeutung, dass der Kelch in den Händen des Ordens verbleibt. So, wieder ein neuer Gegenstand. Euer Wunsch ist mein Begehr. Wieder ein neuer Tagebucheintrag. Ja, also erst einmal. Sein, der Priester der Dämmerung, hat mich gebeten, den Meisterbildhauer Sir Salis anzuheuern, damit er ein Kunstwerk für den Tempel anfertigt. Ich muss Lithium beschaffen, ein seltenes Material, auf dessen Verwendung der Künstler bei seiner Arbeit besteht. Zudem muss ich ihn davon überzeugen, seine überzogenen Lohnforderungen zu senken. Die anderen Tempel werden ebenfalls versuchen anzuheuern. Sir Salis hält sich im Justev-Anwesen im südöstlichen Teil des Regierungsviertels auf. Rientval hat mir Anax Kelch nach einigen Zögern übergeben. Sobald mein Auftrag erfüllt ist, soll ich ihn zum Orden zurückbringen. Ja, das machen wir ja auch. Ihr müsst eure Gruppe erst. Weil diese Quest, wenn wir sie ordentlich ab erfüllen, bringt sie uns ja auch Eine große wieder Herausforderung. Ruhm, also Ruf. Und wenn wir unseren Ruf auf 20 haben, ist das am besten. Vor allem, weil wir ja bei der einen Sache aus dem Unfinished Business Pack, die ich nicht kannte, mit den beiden Liebenden eine totale Katastrophe ausgelöst haben, weil die so eine Art Bonnie und Clyde-Ehepaar sind. Ihr müsst. Ja, und der Gedankenschinder Dungeon, der ist auch noch so eine Sache für sich. Nun gut. So, wieder ein großes Anwesen. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Das Anwesen ist hier unten genauso aufgebaut wie das andere Anwesen drüben. Was möchtet ihr? Ich warte. Erzählt mir mehr davon. Okay, da Was sollte erleichtert wieder sich und Yoshimo so? rein und sich alles angucken. Nicht, dass hier Fallen sind. Ich kann mit Durchdrücken der Tabulator-Taste die Trefferpunkte des Monsters ansehen. Ah, das ist auch was Neues, was ich noch nicht kannte. So, solange hier niemand rumsteht und uns Böses will, kann ja Shimo eigentlich auch alleine herumgucken gehen. Hier ist wieder ein Schrein. Auch wieder mit einer Falle. Sieht bis jetzt nicht danach aus und der ist leer. Hier könnte aber eine Falle irgendwo sein.
ist aber scheinbar auch wieder keine. Hier ist nur wieder ein bisschen Handgeld und Edelsteinchen. Oh,